Yo Freunde und herzliches Willkommen, sorry, jetzt habe ich jetzt schon einmal am Anfang so einen Sprechfehler schon am Anfang in dieser neuen Folge hier. Und ja Leute, wir starten hier wieder mal rein mit dem nächsten Part so gesehen, beziehungsweise Folge, wie ihr das auch sehen möchtet, mit den SK Sturm Graz. Wir haben die Nummer 2 jetzt bei Danzo, hier sieht man in den Breaking News, warte, wir gehen wieder zurück, der wechselt zu uns für satte 2,3 Millionen Euro. Auch wieder ein richtig Batzen Geld, den wir jetzt rausgehaut haben, den ganzen Batzen Geld. Aber wir starten natürlich gleich am Anfang rein in die Folge mit dem Spiel gegen Zürich. Wir wollen natürlich heute einen Sieg haben, werden natürlich so mit den blauen Dressen spielen. Yo Leute, wir starten jetzt rein gegen die zweite Schweizer Mannschaft, die wir hier in der Gruppe haben. Zürich ist der Gegner gegen den SK Sturm Graz. Bearbeiten, Hosbeck kommt durch und kann den Schuss anbringen auch noch. Okay, Glück für die Züricher, die jetzt da wirklich den Ball abwehren konnten. Ja, dann so für 2,3 Millionen von Augsburg zu uns gekommen. Als Vertragsauflösesumme haben wir ihn bekommen können. Hat uns auch nicht viel noch gebracht. Und Lovric mit dem Schuss. Die erste Halbzeit ist einmal für den Gegner überstanden. Und da ist das 1-0. Und da war die Züricher Mannschaft wohl schon in der Pausenkabine. Sturm Graz macht hier durch das Tor von Deniala, durch den Kapitän, das 1-0. Und geht damit vor der Pause noch in Führung. Und das war auch ein bisschen glücklich. Denn die Abwehr der Züricher hat da nicht richtig aufgepasst. Deniala stand dann richtig frei und machte das Ding. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass Deniala bzw. Sturm Graz auch relativ stärker sind. Also stärker drauf sind als die Gegner. Schonen, den braucht man natürlich in der Liga öfters. Und da ist Deniala wieder mit dem Schuss an den Pfosten. Und da steht Hierländer richtig und macht hier das zweite Tor für den SK Sturm. Und jetzt ist es eigentlich vorbei. Jetzt kann man schon so sagen, dass das Spiel so gut wie vorbei ist. Denn Zürich muss jetzt zwei Tore aufholen. Und Sturm Graz steht hier hinten relativ stark heute in dieser Partie. Wir haben ja jede Menge Wechsel. Und ja, es steht noch in den Sternen, welche Spieler da jetzt am Ende der Transferphase noch wechseln, weil ein paar haben ja solche Transfer, ich weiß nicht, wie nennt man das, Ablösen vom Vertrag her, haben ein paar, deswegen wird das da auch ein bisschen anders werden. So, Hierländer, Ovenstadt Flanke und da war Deniala richtig stark vorm Fünfer und der macht hier das dritte Tor in diesen Spiel, beziehungsweise auch sein drittes Tor in der aktuellen Pokalsaison. Also es geht relativ stark voran hier mit den ganzen Spielen. Und wir haben jetzt eigentlich schon eine sehr gute Ausgangslage hier, dass wir hier wirklich ins Halbfinale einziehen. Vielleicht können wir das Halbfinale dann auch noch gewinnen, wäre natürlich auch eine richtig coole Sache. Ja, die Schweizer Vereine bekommen nochmal 3 Gegentreffer nur von uns. Aus der Schweiz und da ist Deniala jetzt frei. Der macht hier den Schuss neben den Kasten, aber es bleibt am Ende mit dem 3-0 beim Sieg der Grazer. Die Grazer können mit 9 Punkten fix ins Halbfinale einziehen und wir schauen uns jetzt gleich die Partie. Okay, ja, Sturm Graz ist weiter und wir schauen natürlich, welche Mannschaft aus unserer Gruppe weitergekommen ist. Transferzentrale wollen wir hineingehen. Okay, da wird es einen Transfer geben und ich werde das verhandeln. Über die Summe geeinigt. Es wird natürlich noch immer weiter verhandelt, das ist klar. Dann so haben wir als einzigen verpflichten können jetzt aktuell. Okay, mit dem
verdient auch sehr viel Geld. Ja, 18-Jährige aktuell. Und den würde ich gerne da irgendwie verpflichten. Aber wir könnten natürlich auch jetzt mal reinschauen. Turnierpreisgeld haben wir auch noch dazu bekommen. Okay, wir könnten noch einen Spieler. Aber die Summe ist relativ niedrig. Deswegen werden wir einen Kauf nehmen. Und wir werden ihn natürlich bei Freigabesumme schauen zu bekommen. Und wir werden jetzt schauen, wie viel er uns gehaltmäßig kostet. Jetzt noch einen weiteren Spieler verpflichten können. Es ist Wiedl, ein weiterer Österreicher, 17 Jahre jung, hat eine Gesamtstärke von 50. Ja, aber den kann man natürlich auch weiter verleihen, das ist klar. Wir werden jetzt in die Mannschaft zentrale kurz reingehen und natürlich unsere ganze Sache durchschauen. Transferangebot für Spendlhofer noch bekommen, wir werden das natürlich dann verhandeln. Wir werden das jetzt gleich verhandeln. Jo, das wurde auch wieder abgelehnt. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu schroff mit den ganzen, mit den ganzen Spielern hier. Okay, wir hätten noch eine Vertragsverhandlung, die wir natürlich dann eingehen werden noch. Wenn wir schon noch dabei sind, dann werden wir das auch noch machen. Ich weiß nicht, die Folge zieht sich jetzt gerade ein bisschen länger. Wir werden hier den Vertrag natürlich verlängern, also verhandeln. Ja, wir haben ihn aber nicht verpflichten können, tut mir leid, aber wir müssen ja da auch anders fertig dann in den anderen Ligen natürlich nachschauen. So Leute, jetzt werde ich aber diese Folge beenden, weil wir hier eigentlich schon eine Überfolge gemacht haben und wir wollen natürlich hier auch schauen, dass wir hier, ja, dass wir hier ein bisschen weiterkommen und wir sehen uns natürlich dann in der nächsten Folge wieder und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch wirklich gefallen hat und teilt natürlich die Videos, würde mich auch sehr freuen. So Leute, ich sag mal ciao und wünsche euch dann noch viel Spaß mit den nächsten paar Videos.